Ja, das heutige Video richtet sich an den Filmangler. Du Sack bist schuld, dass ich wieder einen Arsch voll Geld ausgegeben habe. Und du Sack bist schuld, dass ich da hinten die Vitrine wieder umbauen kann. Ja, und an euch alle anderen, ja, ihr seht jetzt warum. Ja, der Grund dafür sind erstmal die zwei Kollegen. Ja. Wir haben hier einmal den Dark Despot Skeletor und einmal den God Skeletor. Beide aus der, ja, ich nenne es jetzt mal Masters of the Universe Movie Kollektion, also William Stout Kollektion. Dann habe ich noch eine Figur da auf dem Tisch liegen. Die verrate ich euch jetzt noch nicht, das werdet ihr aber gleich sehen, denn die mache ich als erstes. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Um das geht es heute einfach. So, ich habe mich jetzt hier erstmal an den Tisch gesetzt und ja, das ist ein Video, wo ich mir wirklich mal zwei Kameras wünsche, aber letztendlich wollt ihr mich ja nicht hier in dem Video sehen, sondern die Figuren und deswegen denke ich mal, ist es okay, wenn ich das ganz normale, die ganz normale Unboxing-Perspektive habe. Also es geht hauptsächlich ja, um diese zwei Skeletor-Figuren, aber nicht nur eben, dazu kommen wir gleich, die schieben wir mal hier weg. Ich habe mir noch den guten Herrn hier geholt, den He-Man aus dem Masters of the Universe Kinofilm. Und meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, alles in dem Video ist meine persönliche Meinung, sogar die schwächste Figur aus dieser Vierer-Kollektion, die ich jetzt erst nochmal hier gerne zeigen möchte. Das Ganze kommt hier aus der Masters of the Universe Classics-Reihe. Wir haben hier oben den Rebel Leader He-Man, den Dark Despot Skeletor, den Commander Karg und den God Skeletor. Und ja, aufgrund der Tatsache, ich vermute es einfach mal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass man da wahrscheinlich keine Lizenz oder Rechte hatte, da Dolph Lundgrens Gesicht ein bisschen realistischer zu gestalten, denke ich mal, ist halt das Ergebnis. Jeder weiß, was gemeint ist. Die Figur an sich finde ich auch vollkommen okay. Aber das Gesicht passt halt nicht. Ne? Muss eigentlich jeder zugeben. Da wurde dann halt etwas, meiner Meinung nach, was gemacht, um es einigermaßen in die Richtung aussehen zu lassen. Ist ja auch okay. Aber aus dem Grund würde ich sagen, ist diese Figur für mich persönlich die schlechteste aus der Viererreihe. Bei diesem Vierer-Set muss ich dazu sagen, ich war mal wieder so doof, so ehrlich muss ich sein. Manche Shops haben damals das Vierer-Set für 199 Euro angeboten. Mittlerweile sind die Preise, ich sage jetzt mal, fast ums Doppelte gestiegen. So im Groben. Ich habe mir die Figur jetzt aus dem Shop Strong Vision, muss ich jetzt mal lobend erwähnen, das Paket war am nächsten Tag da gefühlt oder am übernächsten Tag, ich weiß gar nicht. Also Amazon-Geschwindigkeit auf jeden Fall schon. Die haben sie halt lose angeboten, ne? Und ich habe mir gesagt, ey, okay, die Figuren möchte ich auspacken. Ja, ihr habt richtig gehört, die Figuren möchte ich mir auspacken und in die Vitrine stellen. Da kann ich mir auch den losen He-Man holen. Für 65 Euro hat er gekostet, glaube ich, statt 80. Also um den Dreh. Ein paar Euro mehr, ein paar Euro weniger müsste es gewesen sein. Wenn ich ihn eh auspacke, kann ich auch 15 Euro weniger zahlen. Ne? Und dementsprechend habe ich mir den guten Mann hier lose geholt. An sich, diese William Stout Kollektion finde ich wirklich gelungen. Man hat hier diese ganzen kleinen Details. Ja, ich meine, wir reden hier immer noch von Actionfiguren zum Spielen. Na, die Masters of Universe Classics Reihe, die hat ja diese ganzen alten Figuren neu aufgelegt damals und auch noch Charaktere rausgebracht, die nie erschienen sind. Und wie gesagt, ganz, ganz am Anfang, da hatte ich aber den ersten He-Man und den ersten Skeletor gehabt aus der Reihe. Aber dann kam so viel raus. Sehr, sehr, sehr viele geile Sachen, aber ich wollte es mir nicht leisten und letztendlich ist es, konnte man es sich auch irgendwann nicht mehr leisten, dann hätte ich, glaube ich, keine Filme mehr kaufen können. Und man hat hier auch immer diese kleinen Details hier. Ne? Also, wie gesagt, wir reden hier von der Actionfigur, die zum Release 40 bis 50 Euro gekostet hat. Mit einem Stoffumhang. Ja? Haben wir auch hier im Hinteren, so ist das Schwert hier befestigt. Das kann man dann auch rausziehen. Oh, man muss es erst hier lösen, ne? Ja, das ist hier. Nehmen wir mal. Hä? Okay, ich habe mich nicht informiert, aber ich glaube, das Schwert ist hier festgemacht. Das ist, hat nämlich hier so einen Clip.
Muss ich nachher mal ausprobieren. Ich möchte es nicht kaputt machen. Nicht so wie andere Unboxer, die ihre Figuren schon beim Auspacken kaputt machen. Werde ich mich da nachher mal in Ruhe mit beschäftigen. Was mir persönlich an den neuen Figuren gefällt, aber auch gleichzeitig nicht gefällt, sind diese neuen Bewegungsmöglichkeiten. Also sie haben mehrere Gelenke als die klassischen Figuren. Ist hier immer im Bauchbereich dieses Gelenk. Das gefällt mir optisch. Man sieht es jetzt hier sehr gut an dem He-Man eigentlich immer recht wenig, weil man hier wirklich dieses Gelenk sieht und man kann hier dann hier so ein bisschen bewegen, den Oberkörper. Das brauche ich persönlich jetzt nicht bei einer Spielzeugfigur. Man kann natürlich hier noch die Füße so minimal bewegen. Man kann hier die Beine bewegen, seht ihr hier. Man kann hier den Bereich bewegen. Man kann sie hier bewegen, hier bewegen, hier bewegen. Die Köpfe kann man ein bisschen drehen und ein bisschen neigen. Also da kann man wirklich schon sehr viele auch so Collagen dann erstellen mit irgendwelchen Posen und so. Wir haben hier noch einen Blaster, den kann man auch rausnehmen. Und der geht auch einfacher raus als das große Schwert. Wie gesagt, da muss ich mich nachher nochmal ein bisschen schlau machen. Wir haben hier noch diesen Dolch, den kann man auch rausnehmen. Oh, finde ich schon eine coole Sache. Wie gesagt, es ist wie beim Filmesammeln. Wenn man sich bei manchen Sachen nicht direkt dafür entscheidet, dann kann man halt später ins Portemonnaie greifen. Die Figuren sind auch recht groß, wie ihr seht, ne? Also die normalen Masters-Figuren, die waren ja, glaube ich, 5 oder 5,5 Zoll. Ich glaube eher 5,5. Die sind dann ungefähr so, ja, hier bis hierhin, ne? Bei der Figur. Also die haben auch schon eine super Größe. Und ich meine, jeder, der den Film kennt, wird sagen, hier, okay, klar, das ist Dolph Lundgren. Aber wie gesagt, zum perfekten Figur hätte ich mir ein bisschen mehr Ähnlichkeit vom Gesicht erhofft. Das war es jetzt erstmal mit dem Rebel Leader He-Man. Kommen wir jetzt mal zu den zwei Skeletors. Dazu mache ich aber gleich einen kleinen Cut, wenn ich das Ganze auspacke. Ihr sollt ja nicht in Tränen ausbrechen. Ich möchte nur. Der Grund, warum ich die Figuren auspacke. Zum einen finde ich die Figuren sehr geil, so was ich bis jetzt in Videos und so gesehen habe und auf Bildern. Zum anderen seht ihr aber jetzt hier das Problem. Ja. Die Köpfe sind halt teilweise, wenn man normal auf die Figur blickt, so wie ihr jetzt, sind sie halt einfach dummerweise durch das Logo verdeckt. Und deswegen ist das für mich ja, eigentlich ein Fail und schon ein Grund, warum ich das Ganze mir so damals auch nicht gekauft hatte, weil ich war auf dem UVP-Trip. Dass ich mir keine Figur auspacke, ja, Wertverlust und Staubfänger und so, ihr kennt's, und habe gesagt, nö. Na, ich muss dazu sagen, allgemein gefällt mir diese Art von Verpackung bei diesen Masters of Universe Classics überhaupt nicht. Ich mag eher so auf einer Karte mit Blister, ohne dass ein Logo hier über dem Gesicht ist, ja, ist für mich einfach Kult. Na, auch dieses neuere Masters of Universe Classic Logo gefällt mir nicht so im Vergleich zum alten Originallogo. Und deswegen habe ich damals gesagt, nö, ich kaufe mir die Figuren nicht. Aber dass das ein Fehler war und dass man die auf jeden Fall auch dann so präsentieren sollte, dass man die sieht, das seht ihr gleich. Denn ich mache jetzt einen Cut und packe die zwei Figuren dann mal aus. So, die Figuren sind ausgepackt, gingen sehr, sehr schnell. Gut, für Verpackungsfetischisten wäre das jetzt eine Qual gewesen, was ich gemacht habe. Aber ich meine, ich denke, ich habe es relativ sauber und schnell rausgekriegt. Die Verpackung brauche ich ja nicht mehr. Kommen wir jetzt endlich zu den Skeletors. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Der Dark Despot Skeletor, den seht ihr hier aus dem Masters of the Universe Kinofilm. Scheinbar die beliebteste von diesen vier Figuren, denn für diesen wird am meisten Geld verlangt. Und der hier war im Prinzip auch der Grund, ja, warum ich mir die Figuren gekauft habe. Also im Prinzip, wie gesagt, es war kein Clickbait oder so. Der Filmangler war schuld, denn in seinem letzten Masters of Universe Video, wo er sich die paar Figuren bei Strong Vision gekauft hat, hatte er unter anderem die Webseite eingeblendet und ich hatte gesehen, dass es die Figur hier für 100 Euro, 108, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, gab auf deren Seite. Und normalerweise bei eBay etc. pp. Gehen die Preise so bei 150 Euro los, bis zu teilweise 200. Und da habe ich gedacht, ey, guckst du mal auf Strong Vision. Ich habe die Figur aber erst gar nicht gefunden, weil wenn man jetzt Masters of Universe William Stout Kollektion oder sowas eintippt, wurde mir erst immer der God Skeletor angezeigt und dann glaube ich der He-Man oder so, ich weiß es nicht mehr, aber der wurde mir nicht angezeigt.
man musste dann gucken unter Masters of the Universe Classics Dark Tisbot Skeletor. Also sehr merkwürdig. Aber kommen wir jetzt mal zur Figur an sich. In der Vergangenheit gab es ja schon viele Custom-Figuren, die aus normalen Skeletoren diesen nachbilden wollten oder nachbilden sollten. Und weil an mir gefällt die Figur wirklich sehr, sehr gut. Ich finde die zwei Skeletors am gelungensten. Wenn ich die jetzt so in der Hand habe, gut, frisch ausgepackt, das Ding stinkt erstmal nach Chemie ohne Ende. Das muss man leider in Fragezeichen ankritisieren. Wir haben hier nicht nur diesen bekannten Widderstab hier als Waffe dabei. Ja, der Stab ist größer als Skeletor selbst, wie ihr seht. Wir haben auch hier diesen kosmischen Schlüssel. Ich hoffe, meine Finger werden da nicht höher. Ja, man sieht es aber. Ja, uiuiui. Bleibst du hier? Machen wir es so. Also hier den kosmischen Schlüssel haben wir. Und noch ein Schwert für Skeletor. Er muss ja auch ein Schwert haben. Auch hier bei dem Schwert kleinste, feinste Details. Ja. Guck mal, kriegen wir den Stab eigentlich ab von der Hand? Ohne Probleme. Ich habe ein bisschen Angst. Aber es ist eigentlich, es muss gehen. Es ist alles sehr aus Gummi. Also hier der Widderstab. Und ja, 108 Euro. Ich sage jetzt einfach mal 108 Euro. Sehr, sehr viel Geld. Aber wie gesagt, die Figur hatte mal 50 Euro gekostet. Selbst schuld, wer da nicht zugegriffen hat. Ne? Und es hat schon. Ist schon sehr geil. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich werde mich da auch öfters wiederholen, weil sonst hätte ich mir die Figuren ja nicht gekauft, wenn ich sie nicht gut finden würde. Zur Figur selbst. Ich habe das Gefühl, dass ich nur so Ledermaterial in der Hand habe. Ne? Also Kunstleder, Gummi. Es ist Gummi, man muss nicht drüber reden, aber es imitiert sehr gut Leder. Ne? Also es ist hier alles beweglich. Ne? Auch hier hinten, der ist halt auch aus Gummi, nicht so wie beim He-Man aus Stoff. Es ist schon sehr geil. Durch diese ganzen Klamotten, die der anhat, sage ich mal, durch dieses Gewand, diesen Umhang, nutzen ihm natürlich die ganzen Bewegungsmöglichkeiten nicht viel, die diese Figur auch wie der vorangegangene He-Man hat. Was ich aber persönlich sehr cool finde, ist das Gesicht. Das Gesicht gefällt mir echt gut für eine Actionfigur. Man sieht sogar noch die normale Hautfarbe hier hinter der Maske wie im Film. Das war ja auch immer so ein bisschen Kritik beim Make-up, dass man immer noch die normale Hautfarbe und die Augen gesehen hat. Und ansonsten hier halt auch viele Verzierungen. Ne? Kann ich jetzt nur mal so halten. So sieht es dann hinter Umhang aus. Der Gummiumhang ist hier recht einfach gehalten. Hier geht es dann wieder weiter. Gefällt mir sehr gut. Man kann auch hier Handgelenke drehen. Ja, klar, man kann hier auch die Arme, aber es nützt halt wie bei dieser Skeletor-Figur nicht viel, weil er halt eingeschränkt ist durch die Lederoptik. Und den wollte ich eigentlich damals haben. Nur das Problem ist halt, und deswegen, lieber Filmangler, danke, ne? Das Problem ist halt, du machst eine Bestellung und ja, ich muss sagen, es war beim Strong Vision versandkostenfrei, glaube ich, ab 60 Euro. Du kaufst eine Figur und hast im Prinzip versandkostenfrei. Also selbst den Rebel Leader He-Man hier für 65 oder was ich gesagt habe, hätte ich auch versandkostenfrei bekommen. Der einzige Nachteil, das muss ich jetzt nochmal, bevor ich es vergesse, einwerfen bei Strong Vision, bei dem Shop, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe. Du hast ganz normale Figuren und du hast, oh, wie heißt der Begriff? Ich sage es jetzt wahrscheinlich wieder falsch. Umsatzsteuerbereinigte Figuren oder irgend sowas. Also du kannst die normalen Figuren nicht mit diesen umsatzsteuerbereinigten Figuren zusammenbestellen. Und das finde ich auf der einen Seite schade, auch für Strong Vision selbst, weil ich habe jetzt alle drei Figuren einzeln bestellt und habe denen dann halt geschrieben, ey, Jungs, ihr könnt das in ein Paket packen. Es ging halt nicht. Weil ich habe erst eine Figur bestellt, den hier, damit mir den keiner wegschnappt. Wollte mir dazu noch eine andere Figur reinpacken und die war dann, hat von dieser Umsatzsteuer irgendwas da, können nicht in einen Einkauf gepackt werden. Dann habe ich mir die Figur einzeln geholt, die andere Figur einzeln geholt
und habe mich dann am Ende noch für den He-Man hier entschieden und musste den dann auch nochmal einzeln bestellen. Vielleicht weiß da hier der Filmangler, Figurensammler hier, weißt du, warum das so ist, was das genau bedeutet? Sind das importierte Figuren oder ich weiß es nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Also für mich als Kunde ein bisschen nervig, das dreimal zu bestellen. Als Händler finde ich es wahrscheinlich auch schwer, dass du dann im Prinzip zu viele Einzelbestellungen reinkriegst, weil es halt nicht zusammenbestellbar ist. Ne? Aber kommen wir jetzt mal wieder hier zu den Figuren. Ne? Also der Skeletor an sich war ja schon sehr geil im Film. Und in dem Moment, wo ich hier erzähle, ich habe mal wieder richtig Bock, den Film zu sehen. Ich glaube, ich muss mir den heute oder morgen nochmal reinziehen. Ich habe den so lange nicht mehr gesehen jetzt. Bestimmt mehrere Monate. Auch hier Gürtel, ne? Ich habe da wieder richtig Bock drauf gekriegt jetzt, ne? Und er verwandelt sich ja dann in God Skeletor. Und God Skeletor, ah, der hat auch schon was. Ah, der hat auch schon was. Ah. Der Stab, okay, nervt ein bisschen ab. So jetzt, im Stand ist er natürlich auf dem Boden. Machen wir den mal ab. So. Man muss natürlich, aber dazu komme ich gleich, noch was zu dieser God-Skeletor-Figur sagen. Sie hat erstmal nur den Witterstab. Ja, den goldenen Witterstab. Und ansonsten sieht das Ganze so aus. Und auch hier wieder finde ich die Kopfmodellierung mehr als gelungen. Mehr als gelungen. Wenn man sogar, ich weiß nicht, ob die so mitmacht, die Kamera. Ah, so geht's noch. Also, gefällt mir persönlich auch sehr gut, aber der Dark Despot Skeletor, der ist mein persönlicher Favorit. Ansonsten ist hier halt, wie im Movie an sich auch, dann alles in Gold gehalten. Also alles, was schwarz war, ist jetzt Gold. Ne? An den Verzierungen und so ändert sich nichts. An der Beweglichkeit ändert sich nichts. An dem hier verändert sich nichts. Und da muss man natürlich auch an den Hersteller der Figuren ein paar Props rauslassen. Ich meine jetzt, wir dürfen uns ja nicht beschweren als unter den Filmsammlern. Aber man muss das Ganze jetzt natürlich auch realistisch sehen, wenn man die Figuren jetzt mal nebeneinander hält. Es sind im Prinzip, bis auf die Köpfe, es ist die ein und dieselbe Figur, einfach nur anders bemalt. Also wir haben hier keine anderen Muster, wir haben hier nicht irgendwie sonst was anderes. Okay, das hier ist noch anders beim God Skeletor, was hier runterhängt. Und nein, ich meine hier, ne, die Lederstreifen. Die Köpfe sind anders. Ansonsten, ihr seht es hier schon, der Mantel ist der gleiche im Prinzip. Die Verzierungen sind die gleichen. Also es ist im Prinzip eine Variante von der Figur. Ne? Ein Repaint mit anderem Kopf, wenn man es böse sagen möchte. Aber gerade, wie gesagt, der Kopf, ich finde die so geil. Es muss nicht jedem gefallen, ne? Aber ich denke mal, nicht umsonst sind die Figuren so beliebt, aber wahrscheinlich auch wegen den Charakteren. Und ja, ich meine, ihr seht's. Ich hätte ihn mir noch dazu bestellt. Ich hätte ihn mir noch dazu bestellt. Ich hätte ihn mir noch dazu bestellt, Figur Nummer 4, aber ihn gab es irgendwie nicht mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Den Commander Karg. Kann ich an sich nichts anfangen mit dem Charakter, aber er gehört dann halt dazu. Ich habe ihn mir jetzt bei eBay bestellt. Für, ich weiß gar nicht, irgendwie 55 Euro oder so mit Versand. Oder inklusive Versand ist ja das Gleiche. Damit ich das Vierer-Set komplett habe. Ja, und dann muss ich drüben in der Vitrine irgendwie mir doch noch was einfallen lassen. Ist schade, aber mal gucken, wie ich es mache. Ich vermute mal, ich werde die Atari-Sachen aus der Vitrine räumen, die Filme eins runter machen und dann eine Reihe noch mit den Figuren, beziehungsweise Film und Figuren, Filmedition und Figuren mischen. Kommt aber noch ein Problem dazu jetzt, lieber Filmangler. Ist ja nicht so, dass ich jetzt. Du mich darauf aufmerksam gemacht hast, auf den guten Mensch hier, den es dann recht günstig, also günstig gab, ne? Besser 108 als 150 oder 200. Nee, jetzt habe ich mir den Commander Karg noch bestellt, damit ich alle vier zusammen habe. Ne? Aber
Ich habe das auf Bildern gesehen, dass das ganz gut passt. Den Quildor, den Blade und den. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Mir fällt der blöde Name jetzt nicht mehr ein. Eben wusste ich ihn noch. Das Metallmonster. Haut's in die Kommentare, wie es heißt. Gibt es ja auch in der Masters of the Universe Klassikreihe. Die sind zwar nicht unbedingt im William Stout Muster, in der William Stout Optik angepasst hier, wie die Figuren hier. Aber ich habe das auf Bildern gesehen, dass die eigentlich recht gut dazu passen. Zwar nicht optimal, aber ich habe Bilder gesehen, wo die alle Figuren zusammen hatten. Und da haben sie doch einigermaßen gut dazu gepasst. Und deswegen bin ich jetzt auch wirklich dann noch am Grübeln, ob ich mir diese anderen drei Figuren dann mittelfristig auch noch dazu stellen sollte. Vielleicht hast du die ja in deiner Sammlung, Patrick. Du kannst was zu den anderen drei Figuren sagen, falls du sie ausgepackt hast. Ob die sich lohnen zu dem Preis von knapp 100 €, was man dafür zahlen muss. Ist halt viel Geld für eine Actionfigur, die man auspackt, ne? Aber die Figuren wollte ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wenn die auf so Karten gewesen wären, Karte, Blister, wie die alten Masters-Figuren, ob ich sie dann hätte verpackt gelassen hätte, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber dann hätte ich es auf jeden Fall ja nicht in die Vitrine stellen können, das. Ne? Ah, aber was sagt ihr zu den Figuren? Wäre das was für euch jetzt mal? Sagen, geht mal von 50 € aus, 40, 50 € zum Release. Wäre das was für euch gewesen? Sagt ihr, das hättet ihr euch auch hingestellt? Sagt ihr, ja, der hat wahrscheinlich eine schlechte Kindheit gehabt, kein Spielzeug und was will man mit so einem Schrott? Also ich finde die ziemlich cool, wie gesagt, bei der He-Man-Figur. Ja, muss man in Kauf nehmen, dass es nicht 100% Dolph Lundgren ist. Aber ich finde, das ist schon cool. Und gerade wenn man es so in der Vitrine stehen hat und er es nicht direkt in der Hand hat, denke ich mal, sieht das schon ziemlich cool aus. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ich das Ding dann irgendwann mal umgestellt habe im Inneren und werde es euch dann mal zeigen. Ne? Aber auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt und euch den Quatsch hier mit angeschaut habt. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Macht's gut.